Was zur Hölle? Bitte. Okay, der Raum ist mir neu. Okay. Ich kann auf dem Wasser laufen. Ich glaube, der Typ hat so einen leichten, Fetisch auf auf unsere Freundin geworfen hier. Stopp mal. Ist sicher, dass das von Poseidon ist und nicht von Cassidy? Ist sicher. Wieso sollte das von... Sie hat doch nie Anzeichen dafür geliefert, dass sie in diesen komischen Fischkopf verknallt ist. Sie war aber auch die ruhigste von uns allen und hat sich so gut wie aus allem rausgehalten. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Buch, vielleicht lesen wir das mal. Ich liebe dich, Poseidon. Liebst du die Frau, so liebe nur mich, denn es gibt keine hübschere als mich. Okay, das klingt schon sehr schnulzig. Liebst du das Gefühl, so liebe nur mich, denn das Gefühl der Liebe ist nur für dich. Oh, wie romantisch. Doch, aber liebst du... Jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Hä? Das kann jeder geschrieben haben, diese Schnulzkram. Aber das ist doch... Also, wie das klingt, hat... Das kann doch jeder geschrieben haben. Hast du jetzt überhaupt alles vorgelesen? Nein, ich habe nicht alles vorgelesen. Okay. Sowas Schnulziges tue ich mir nicht an. Ich liebe dich, Poseidon. Liebst du die Frau, so liebe nur mich, denn es gibt keine hübschere als mich. Liebst du das Gefühl, so liebe nur mich, denn das Gefühl der Liebe ist nur für dich. Doch aber liebst du die Liebe, so liebe mich, denn es gibt keinen, der dich mehr liebt als ich dich. Du kämpfst für mich, damit ich bei dir bin. Du stehst mir beiseite in guten und in schlechten Zeiten. Du bist für mich da, wenn ich dich brauche. Du bist einfach der Schönste für mich und ich liebe nur dich. Es wird nie einen anderen Gott geben, den ich so anschaue wie dich. Nie hätte ich es geglaubt, dass es so etwas gibt, aber ich bin unsterblich in dich verliebt. Darum kann ich nur sagen, Poseidon, ich brauche dich. Ich sage dir noch eins und die ganze Welt soll es wissen. Und ich weiß, dass es so ist, weil mein Herz, das belügt mich nicht. Poseidon, mein Gott, ich liebe dich. Das ist von Cassie geschrieben. Ja, aber vielleicht hat er irgendwas, weiß der Geier, was der mit ihr angestellt hat. Ich meine, wer liebt freiwillig so einen Fischkopf? Wer liebt freiwillig sowas Blaues und geht mit dem weg? Ey, du hast mich doch mit dem weggeschickt. Und ihr habt Schweinereien gemacht. Nee. Doch, hast du vorhin selber gesagt, dass er an dir rumgefummelt hat? Wenn er jemanden hätte befummeln können, dann wäre es nur ich gewesen, weil er mit mir unterwegs war. Und so. Das heißt wirklich überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Und so wie Tyrox die Pilzkuh penetriert, hat er dich befummelt. Woher weißt du, wie er welche Pilzkühe penetriert? Hast du ihn dabei bespannert oder was? Willst du irgendwelche Techniken abgucken oder was ist los? Das hast du eigentlich gegen mich. Gegen dich gar nichts. Nee. Kann ich das Buch kurz? Nein. Ja, dann nimm das Buch. Als ich mit Cassie da, was war da? Stand in einem Buch auch irgendwas mit Liebe. Seht ihr, aber zu mir sagen hier, nö. Eik? Der soll er doch. Mir irgendwie irgendwelche Liebschaften unterstellen. Ich glaube, es hackt. Ich mag nur meine Pilzkühe. Das ist seltsam. Warum haben wir das hier nicht bemerkt? Aber hier war auch ein komplett anderer Raum. Ganz ehrlich, ich glaube nicht daran, dass Cassie freiwillig sich so einem Gammeldude hingibt. Das kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen.
Vielleicht hat Poseidon sie auch manipuliert. Das ist nämlich genau der Gedanke, den ich gehabt habe. Manipulation? Na klar. Aber warum? Vielleicht. Naja, vielleicht um uns in irgendeiner Weise zu infiltrieren, weißt du nicht? Kennen wir denn diesen Gammeldude da hinten wirklich? Wir haben ihn vielleicht dreimal gesehen. Wer weiß, was der für schwierige Beweggründe hat. Er sagt ja, das ist ein Gott. Ich meine, das ist doch genauso seltsam, dass er uns losgeschickt hat, um Sissy zu retten. Also jetzt in nichts gegen dich oder so. Aber das ist doch seltsam. Warum schickt er jemanden wie uns? Ich meine, in so ein komisches Höllenloch, ja, wo allerlei Zeug auf uns lauert, wo wir beinahe draufgegangen wären. Vielleicht ist es ja sein Ziel, uns in irgendeine Weise zu vernichten. Vielleicht gibt er sich nur als Freund vor. Vielleicht haben wir irgendwas, was er braucht. Was denn? So, und sei es nur unser Blut. Weiß der Geier, was der braucht. Aber wieso unser Blut? Hätte doch jeder andere Blut. Hast du hier irgendwelche anderen Leute gesehen? In den Büchern, wo wir damals gesucht hatten, mit wo das rauskam, wurde ja auch gesagt, dass wir das opfern sollen. Vielleicht ist ja das, was er unbedingt haben will. Naja, aber ganz im Ernst, ne? Die sind ja mit dir verbunden. Scheiße. Ja, sowas passiert. Daran haben wir natürlich nicht gedacht, dass die Explosion was zerstören könnte. Zum Glück haben wir noch diesen einen Schlüssel. Allerdings, ja, ist dort ein Buch verschwunden. Das ist das Rätsel. Scheiße. Und ich glaube nicht, dass ich eine Kopie habe davon. Jetzt muss ich ganz kurz nachgucken. Scheiße, nein, ich habe keine Kopie davon. Fug. Ich habe nur den Schlüssel. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich kriege das Buch auch nicht mehr zusammen. Das ist Shit. Denn das Buch hat mich 2 Tage Arbeit gekostet. Das ist nicht schön. Shit. Ja, wir gehen erstmal wieder in Game rein. Dann die wertvollste Fracht, weil sie halt noch mit anderem Zeug umgehen kann. Ganz im Gegensatz zu uns. Komisch. Ja. Ist alles sehr seltsam. Ich glaube nicht, dass sie das freiwillig gemacht hat. Ich glaube, die ist in irgendeiner Weise manipuliert worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich... Ich meine, das wäre uns doch aufgefallen, wenn sie sich dem hingewandt hätte. Wenn sie wirklich in den so verknallt ist, wie sie da in diesem schnulzigen Schreiben da geschrieben hat, dann hätte sie uns doch schon viel früher irgendwie aufgehalten. Ja, das ist, glaube ich... Wenn... Ja. Ich meine, wir haben ihn ja auch schon, ne? Ich meine, wir haben alle nicht wirklich besonders gut von ihm geredet, sind wir mal ehrlich. Nee, nicht wirklich. Ne? Also gerade ich und Killerriegel haben da, glaube ich, schon ziemlich abgeledert, und das hat sie mitgekriegt. Sie hätte was gesagt. Da bin ich mir ziemlich sicher, welche Frau verteidigt sein. Ne? Die aber warte mal, wenn Manipulation ist, ist das schon vorher gegeben. Du musst ja eine Person schon vorher suchen zu manipulieren. Na gut, vielleicht hat die auch einfach den Finger wickeln oder so. Also ich kann sagen, es gibt, also in Afrika gibt es Stämme, die Voodoo-Zauber betreiben. Ob das jetzt nun wirklich passiert oder nicht, das kann ich natürlich nicht sagen. Das weiß ich nicht, weil unser Stamm hat sowas nicht mehr gemacht. Aber ich weiß, dass es solche Stämme gibt, die sowas betrieben haben. Unter anderem halt auch, um Menschen miteinander zu verkuppeln. Vielleicht hat er ihr auch einfach nur gut zugeredet. Oder ein Trank. Oder sowas. Verkuppeln. Wie ist Trank? Der was weiß ich nicht. Gibt bestimmt Möglichkeiten, da irgendjemanden zu manipulieren. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, I love is a party. Now who missed the club? Now stage is the dance.